أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم meine sehr verehrten Damen und meine Herren liebe Gäste, die Sie von weit und nah zu uns gekommen sind, sehr geehrte Vorsitzende der beiden Landesverbände, ich spreche mittlerweile von islamischen Religionsgemeinschaften, das hört sich viel besser an als Landesverbände, DITIB, Niedersachsen und Bremen, Herr Jonas Krillic, sehr geehrter Vorsitzender der Schura Niedersachsen, Herr Armin Altener, liebe Vertreter der Moscheegemeinden hier vor Ort in Osnabrück, sehr geehrte Frau Ortland, stellvertretend für, die neue, für das neue Polizeipräsidium, und natürlich freue ich mich auch sehr, dass die fernste Reise zu uns hatte Professor Maschatter, der ist extra für diese Koranrezitation von Istanbul hierher gereist. Auch ihm sei ganz herzlich gedankt. Und ich möchte bei demjenigen, der die zweitlängste Reise hier zu uns hatte, aus Wien, nämlich Dr. Mahmoud Kellner, ganz herzlich danken, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Es freut mich, um ehrlich zu sein, sehr, dass das eine Veranstaltung ist, die DITIB Niedersachsen, Schura Niedersachsen, alle mir bekannten Moscheegemeinden in Osnabrück zusammen organisiert haben, gemeinsam, gemeinschaftlich organisiert haben, gemeinsam hieran angepackt haben. Glauben Sie mir, wer die islamische Szene der letzten 30 Jahre in Deutschland gut kennt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das freut mich mit, das gibt mir große Freude. Und ich bin heute am heutigen Abend auch selbst nur ein Gast. Das ist nämlich eine Veranstaltung unserer Fachschaft. Es ist die zweite Veranstaltung, da haben Sie recht, Herr Krillic, der hier an dieser Universität geführt wird. Es ist eine Veranstaltung, die unsere Fachschaft, unsere Studierenden der islamischen Theologie organisiert haben. Wir haben die als Institut versucht, natürlich so weit wie möglich zu unterstützen, aber der Programmablauf, alles organisatorisch, wenn es gut gelingt, tragt die Verantwortung die Fachschaft, wenn nicht, auch. Herr Kocaoğlu hat vorhin Herrn Professor Maschala als Hafiz vorgestellt. Herr Kocaoğlu ist bei uns in der Fachschaft. Herr Kocaoğlu selbst ist ein Hafiz. Aus Bescheidenheit hat er dies verheimlicht, aber ich darf es an dieser Stelle nicht sagen. Er hat nämlich vor zwei Wochen sein Hafiz-Studium, sagen wir mal, absolviert. Und noch ein zweites Geheimnis, das ich hier verraten möchte. Frau Sumeyra Kılıç, die da vorne steht und jetzt vorhin Herrn Kılıç mit Sie gesiezt hat, ist die Tochter von ihm. Das dürfen Sie ihr also auch nicht abnehmen, diese getane künstliche affektive Distanz halt. Gut, das Geheimnis habe ich verraten und die haben alle drei gesagt, dass sie 20 Jahre alt sind. Wir haben auch Studierende, die deutlich über 60 sind. Theoretisch wäre es da ja möglich gewesen, dass wir eine Fachschaft hier bei uns gehabt hätten mit Personen, die deutlich über 60 sind. Da vorne in der ersten Reihe sitzt Imam Seytun vom Vorstand der Schura Niedersachsen. Theoretisch hätte er genauso in die Fachschaft gewählt werden können wie Frau Kılıç. Dann wäre es eine interessante Kombination gewesen. Also was will ich sagen? Ich freue mich sehr, dass über diese Vielfalt bei unseren Studierenden, die wir auch tatsächlich im Alltag gemeinsam sehen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken. Bei wem? Bei der Fachschaft habe ich mich schon bedankt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die den heutigen Abend uns auch tatsächlich über jahrelange Unterstützung möglich gemacht haben. Und dazu gehören Vertreter der Mehrheitsgesellschaft. Das sind die großen beiden Kirchen, das ist die jüdische Religionsgemeinschaft, das sind die politischen Parteien, das sind Personen, die hier in der Verwaltung tätig sind, vor Ort in der Stadt, aber auch in den Ministerien. Das sind Freundinnen und Freunde in der Mehrheitsgesellschaft, christlich, jüdisch oder auch welche Religionszugehörigkeit. Auch Ihnen möchte ich ganz herzlich danken, weil ohne Ihre Unterstützung in Zeiten von Rechtspopulismus und Sarrazin wäre diese Veranstaltung hier auch keine Selbstverständlichkeit gewesen. Ich möchte einführend ein Gedicht Ihnen vortragen. Ich habe mir überlegt, im Arabischen, im Türkischen, wahrscheinlich auch im Bosnischen,
in Sprachen, wo der Islam eine lange Tradition, eine lange Geschichte hat, haben sich Menschen auch künstlerisch mit der Religion des Islams auseinandergesetzt. Und sie haben Musikstücke entwickelt, sie haben Gedichte entwickelt, sie haben eine eigene Gattung, Literaturgattung, genannt Lyrik, für die Religion und für all das, was mit den Religiösen zu tun hat, entwickelt. In all diesen Bereichen sind wir aufgrund der relativ neuen Geschichte des Islams hier in Deutschland noch ganz am Anfang. Ich möchte nicht sagen im Kindergarten, aber definitiv in der Grundschule. Und ich habe dennoch gesucht, werde ich im Deutschsprachigen etwas Historisches finden, was ich heute Abend vortragen kann, und gehofft, dass das niemand vor mir vorträgt. Und ich hoffe, dass Dr. Kellner es auch nicht vorbereitet hat. Und wenn ja, dann muss er wieder sein Programm um. Ich möchte Ihnen ein Gedicht vortragen, und zwar von Rainer Maria Rilke. Es heißt folgendermaßen: Mohammeds Berufung, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Da aber als in sein Versteck der Hohe sofort erkennbare der Engel trat, aufrecht der Lautere und Lichterlohe, da tat er allen Anspruch ab und bat, bleiben zu dürfen, der von seinen Reisen, innen verwirrte Kaufmann, der er war. Er hatte nie gelesen und nun gar ein solches Wort zu viel für einen Weisen. Der Engel aber herrisch wies und wies ihm, was geschrieben stand auf seinem Blatte, und gab nicht nach und wollte wieder lies. Da las er, so, dass sich der Engel bog und war schon einer, der gelesen hatte und konnte und gehorchte und vollzog. Meine Damen, meine Herren, für die gläubigen Muslime, die von den Angaben des Korans und der Überlieferung ausgehen und die Volksfrömmigkeit, ist Muhammad al-Salam der Prophet und Gesandte Gottes, die mit höchster Autorität versehene letzte Instanz in Fragen der praktischen Entscheidungen und Verhaltensmuster im Islam. Er ist das Vorbild derer, die in Frömmigkeit Gott dienen und sittlich gut handeln wollen. Endlich ist er der Begnadete, Auserwählte Gottes, den Gott mit mancherlei Gaben ausgezeichnet hat. Bereits in seinem Berufungserlebnis hatte der Prophet vernommen, wozu ihn Gott bestellt hatte, wie es im Namen deines Herrn erschaffen hat. Steh auf und wache. Dass Muhammad a.s. ein Prophet Gottes und ein Prediger und Warner im Auftrag Gottes ist, verkündet der Koran in unzähligen Versen. Der Koran bestätigt Muhammad a.s., dass er großartige Charakterzüge besitze. Innakala ala khuluqin azim, heißt es im Koran. So ist es nicht verwunderlich, dass er ihn, den gläubigen Muslimen, als Vorbild hinstellt und ihnen empfiehlt, nach seinem schönen Beispiel zu handeln. Ihr habt im Gesandten Gottes ein schönes Vorbild, und zwar für jeden, der auf Gott und den jüngsten Tag hofft und Gottes viel gedenkt. Koran 33,21. Vorbild ist er also in Bezug auf die Frömmigkeit und die moralischen Tugenden für die Muslime. Von diesen Tugenden gibt es in der islamischen Literatur aus verschiedenen Zeiten Auflistungen, die sich auf die Zeugnisse der Gefährten Muhammads a.s. stützen und die auch davon ausgehen, dass die Tugenden, die der Prophet den Muslimen empfohlen hat, auch bei ihm selbst anzutreffen sind. In einer apologetischen Dogmatik vom Anfang dieses Jahrhunderts findet sich beispielsweise folgende Liste. Was macht also die Vorbildfunktion des Propheten aus, kann man fragen. Ich zitiere: geistige Fähigkeiten, Sanftmut, Freigebigkeit, Mut, geschlechtliches Zartgefühl, Heiterkeit und Liebenswürdigkeit im Umgang, Erkenntlichkeit, Bescheidenheit, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit, gesetztes Wesen, Weltverachtung. Eine andere Aufzählung aus unserer Gegenwart: Demut und Bescheidenheit, Aufrichtigkeit, Höflichkeit, Wohltätigkeit, Zuneigung und Mitgefühl, Mäßigkeit, Keuschheit,
Beständigkeit, Freundlichkeit, Seelenstärke, Selbstkontrolle, Zufriedenheit, Sauberkeit, Reue, Geduld, Vergebungsbereitschaft, Vernunft, Arbeit, Ehrlichkeit im Handel, Wissen, vorbildliches, familiäres Verhalten. Sie sehen, wir haben alle gemeinsam noch viel zu tun in diesem Bereich. Die besondere Auserwählung des Propheten kommt in Bezeichnungen wie diesen zum Ausdruck. Muhammad a.s. ist der Beste in der Welt, der Imam der Welt und die Leuchte ihrer Bewohner, der Herr und Prophet seines Volkes. Er selbst bezeichnet sich als der Diener und Liebling Gottes nach Tirmidhi. Meine Damen, meine Herren, ich glaube, für uns Muslime sollte von entscheidender Bedeutung sein, der Altene hat es in seiner Rede ganz am Anfang gesagt, wir haben sie heute als Muslime eingeladen, wir haben auch nicht Muslime eingeladen, aber ohne diesen Mann, der im 7. Jahrhundert gelebt hat, in Mekka und Medina, wären wir alle heute nicht hier. Diesen Mann benutze ich in Anführungsstrichen. Ich bitte, dieses nicht misszuverstehen. Und ich glaube, dass dies alleine, also es sind viele Leute hier aus der Ferne und aus der Nähe zu uns gekommen, ist eine Besonderheit. Meine Eltern selbst sind heute hier unter uns. Die haben mich 6 Jahre lang nicht hier besucht und heute sind sie hier.